Viele Große der Geschichte, egal ob Herrscher, Dichter oder Musiker, haben mit einer Sache zu kämpfen. Der Sucht. Nach Alkohol, Drogen oder Frauen. Beim einen beflügelt sie die Kreativität, den anderen zieht sie in den Abgrund. Oft soll der Exzess nur von der eigenen Unglückseligkeit ablenken. Doch machen sie sich selbst ein Bild. Das sind sie. Die größten Junkies der Geschichte. Was hat dieses verrufene Pflänzchen mit dem famosen Dichter William Shakespeare zu tun? Cannabis sei seine Inspirationsquelle gewesen, behaupten einige Wissenschaftler, seit in Shakespeares Geburtshaus in Stratford-upon-Avon Tabakpfeifen aus dem 17. Jahrhundert gefunden wurden. Darin enthalten Spuren von Cannabis. Ist der Dichter ein Dopingfall? Nicht auszuschließen. Hamlet, Macbeth, Romeo und Julia, allesamt Meisterwerke der Literaturgeschichte. Und ihr Erschaffer? Ein zugedröhnter Schriftsteller? Sein Wortschatz umfasst fast 20.000 Ausdrücke. Alle anderen Dichter hängt er damit locker ab. Wenn Shakespeare denn alles selber geschrieben hat. Daran zweifeln nämlich manche. London, Ende des 16. Jahrhunderts. Eine Metropole mit 250.000 Einwohnern und das Zentrum der Bohemians. Ganz vorne mit dabei Schriftsteller Christopher Marlowe. Ein großes Vorbild für den noch unbekannten William Shakespeare, der nach London gekommen ist, um Schriftsteller zu werden. Shakespeares Herz schlägt fürs Theater. Das der Londoner Gesellschaft auch. Und was hat das mit Marlowe zu tun? Er sei Shakespeares Ghostwriter gewesen, munkeln manche. Einige Kassenschlager kämen gar nicht aus Shakespeares Feder. Schaut man sich Shakespeares Werke genauer an, kommt einem die Kiffertheorie schnell glaubwürdiger vor als die des Ghostwriters. Die Stücke handeln immer wieder von verrückten Adligen und Königen und bizarren anderen Typen. Ob beim Sommernachtstraum, Julius Cäsar, Hamlet oder Richard III., die Dramaturgie der Werke ähnelt sich. Gespenster tauchen auf, bringen die Menschen um den Verstand und verziehen sich dann wieder. Klingt doch alles ganz realistisch, wenn man sich erstmal gepflegt eine Tüte reingezogen hat. Die fantasievollen Stücke kommen beim Publikum gut an. Shakespeares Karriere nimmt Fahrt auf. Über den bekanntesten Dichter aller Zeiten wissen wir trotzdem so gut wie nichts. Schwul soll er gewesen sein und im protestantischen England ein heimlicher Katholik. Und tja, jetzt auch noch ein Kiffer? Beweise dafür lassen sich in einigen Werken finden. Bei Othello schreibt er beispielsweise: O, du hold und süß duftendes Kraut. Bekifft oder nicht, das bleibt die Frage. Und Vorsicht! Wer glaubt, Kiffen würde aus jedem ein Dichtergenie machen, der sei gewarnt. Ein wenig Talent und Fleiß gehören auch dazu. Smoke weed every day. Mein Name ist Ludwig van Beethoven. Komponist des Jahrtausends hat man mich genannt. Und das zu Recht. Bis heute ist er einer der populärsten Komponisten. Ein Meister. Taub schrieb er seine größten Stücke. Und schon zu Lebzeiten ist er eine Legende. Innerlich aber zerrissen. Er kämpft gegen die Taubheit, gegen Gott und die Welt an. Am meisten aber gegen sich selbst. Dazu kommt, dass Beethoven in Sachen Liebe ein richtiger Pechvogel ist. Sein Verhältnis zum weiblichen Geschöpf bleibt bis heute rätselhaft. Angeblich macht er verschiedenen Frauen einen Antrag. Stets ohne Erfolg. Wen wundert's? Extrem launisch soll Beethoven gewesen sein. Dazu rastlos. Mindestens 25 Mal zieht er in Wien um. Kurzum, das Genie ist ein schwieriger Zeitgenosse. Doch dafür gibt's auch eine Erklärung.
Im Alter von nur 36 Jahren verfasst Beethoven während eines Kuraufenthaltes in Heiligenstadt sein Testament. Lange Zeit hatte er versucht, seine abnehmende Hörfähigkeit geheim zu halten. Doch nun nennt er sie als Grund für seine oft sehr raue Art. Mein verdammtes Gemüt, meine Taubheit, meine Gedanken, meine ganze Existenz! Beethoven leidet zudem unter Koliken und Fieberattacken. Schuld ist wahrscheinlich eine zu hohe Bleikonzentration im Körper. Wein wird damals mit Bleizucker gesüßt, der gesundheitsgefährdenden Billigvariante des Rohrzuckers. Und Beethoven trinkt den giftigen Wein ständig. Schon im zarten Alter von 11 Jahren sitzt er in der Schenke. Auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater. Als Beethoven 19 ist, stirbt seine Mutter. Das macht alles noch schlimmer. Der Vater versinkt im Promillennebel, Ludwig muss sich um seine Geschwister und seine Karriere kümmern. Am Ende bedingt eins das andere. Je mehr ihn sein Gehör im Stich lässt, desto häufiger greift er zur Flasche. Das Alkoholverbot, das ihm seine Ärzte auferlegen, ignoriert er konsequent. Mein verdammtes Gemüt! Sein Gesamtzustand verschlechtert sich dramatisch. Kuraufenthalte sollen Besserung bescheren. Doch nichts hilft. Im Gegenteil. Beethovens Hörvermögen nimmt immer weiter ab. Schließlich ist er komplett taub. Mehrere Flaschen Wein pro Tag bringen keine Erlösung. Im Gegenteil. Seine Leber droht auszufallen. Doch im Rausch und ohne Gehör gelingt ihm sein vielleicht größtes Werk, die 9. Symphonie. Drei Jahre nach ihrer Uraufführung stirbt das Genie 1827, im Alter von 56 Jahren. Durch seine Musik lebt er bis heute weiter. It's better to burn out than to fade away. Stirb, bevor du langsam verschwindest. Das etwas befremdliche Lebensmotto trifft vor allem auf diese Junkies zu. Sie gehören zu den größten Musiklegenden der Geschichte und haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie alle lebten nach dem Motto Sex and Drugs and Rock'n'Roll und starben im Alter von 27 Jahren. Nun gehören sie einem fragwürdigen Club an. Dem Club 27. Diesen Namen bekommt er erst mit dem Tod von Kurt Cobain in den frühen 90er Jahren. Manche vermuten, dass Cobain sich absichtlich das Leben nahm, um Teil der Legende zu werden. Unfreiwilliger Begründer des Clubs ist Brian Jones, der ehemalige Gitarrist der Rolling Stones. Sein Drogen- und Alkoholkonsum bringt ihn immer und immer wieder ins Krankenhaus. Und die Stones müssen ohne ihren Gitarristen auftreten. Irgendwann ist das Maß im wahrsten Sinne voll. Seine Bandkollegen distanzieren sich von ihm. Doch Jones trinkt weiter und ertrinkt schließlich in seinem Swimmingpool. Auch diese Musikgröße gehört zum Club 27, Amy Winehouse. Sie wird als die neue Stimme des Soul gefeiert. Schlagzeilen macht sie aber vor allem wegen zahlreicher Eskapaden. Obwohl die Welt von ihrer Drogen- und Alkoholsucht weiß, ist die Nachricht von ihrem Tod 2011 erschütternd. Als Teenager kommt sie auf eine Talentschule, die sie wegen mangelnder Disziplin verlassen muss. Seitdem begleiten sie ihre Alkoholprobleme. An harte Drogen gerät sie durch Ehemann Blake Fielder Civil. Erst als sie sich endgültig trennen, schafft Amy es, von dem fiesen Zeug loszukommen. Leider nur vorübergehend. Im Sommer 2011 wird Amy Winehouse tot in ihrer Wohnung gefunden.
4,16 Promille Alkohol im Blut. In ihrem Schlafzimmer mehrere leere Flaschen Wodka. Die Soul-Ikone wird 27 Jahre alt und gehört nun auch zum Club 27. In Order of Disappearance starben innerhalb von 2 Jahren Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison. Mit langem Abstand folgen Kurt Cobain und Amy Winehouse. Das Leben hätte so schön sein können für Heinrich den Achten. Wäre da nur nicht sein zügelloser Appetit. Heinrich wird dick, dicker und am Ende so fett, dass er beinahe platzt. Kurz vor seinem Tod wiegt der königliche Kalorienjunkie über 160 Kilo. Doch nicht immer war er ein derart unappetitlicher Koloss. Zu Beginn seiner Regentschaft sieht die Welt noch anders aus. Heinrich der VIII. Ist der beliebte König Englands. Aber nicht unbedingt wegen seiner Führungsqualitäten. Er ist sowas wie der sexiest man alive. Fast 1,90 groß, stattlich gebaut. Das fleischgewordene Frauenglück auf 2 Beinen. Heinrich ist das Pop-Idol seiner Zeit. Ein Renaissance-Herrscher par excellence, der sich eigentlich für alles interessiert, außer fürs Regieren. Aber dafür hatte er seine Männer. Und nach Feierabend umgibt er sich mit schönen Frauen. Ja, der Gute hatte so seine Schwäche. Den Sport, die schönen Künste, das weibliche Geschlecht. Doch ganz besonders schmeckt ihm das gute Essen. Love me tender, love me sweet. 1526 ist er Feuer und Flamme für Anne Boleyn. Und nimmt die Fleischeslust dabei etwas zu wörtlich. In einem Liebesbrief an sie schreibt Heinrich: Da meine Liebste abwesend ist, kann ich ihr wenigstens Fleisch senden, das stellvertretend für mich steht. An meinem, so wage ich zu prophezeien, werdet ihr euch bald, so Gott will, erfreuen. Doch so ohne weiteres will seine Angebetete sich nicht vernaschen lassen. Ihre Bedingung? Heinrich soll sich von seiner Frau Katharina scheiden lassen und sie heiraten. Gesagt, getan. Zwar verspielt Heinrich es sich dabei mit dem Papst, doch was soll's? Er ist im 7. Himmel. Um sein Glück noch perfekter zu machen, soll Anne ihm den lang ersehnten Thronfolger schenken, den seine erste Gattin nie bekam. Tja, wenn das nur so einfach wäre. Der erhoffte Thronfolger wird ein Mädchen. Und der König is not amused. Die Pechsträhne geht weiter. Das Jahr 1536 wird zum Wendepunkt im Leben des Königs. Bei einem Turnier in Greenwich fällt Heinrich vom Pferd und verletzt sich schwer. Der Unfall verändert sein Gemüt. Heinrich hört auf, Sport zu machen. Anne, zu dieser Zeit wieder schwanger, erleidet eine Fehlgeburt. Es wäre ein Junge geworden. Der König wird ihre überdrüssig. Quasi zur Strafe schickt Heinrich sie aufs Schafott. Offiziell heißt es, zum Tode verurteilt wegen 5-fachen Ehebruchs. Bis zu seinem Tod heiratet Heinrich weitere 4 Mal. Und widmet sich abgesehen davon seiner wahrscheinlich größten Leidenschaft. Den Gaumenfreuden. So zügellos seine Liebschaften mit den Frauen, so grenzenlos ist auch sein Appetit. Angeblich lässt Heinrich sich 2-mal am Tag die exquisitesten Speisen auftischen. Feine Pasteten, zuckrige Kuchen, Zitrusfrüchte aus Italien, Ananas, Gewürze und vor allem viel Fleisch. Rund 5000 Kalorien verschwinden Tag ein, Tag aus im Schlemmerkönig. Die Völlerei hinterlässt Spuren. Von dem einst so schönen König ist nichts mehr übrig. Er wird geplagt von Gicht, Wassersucht, Syphilis und Diabetes. Es ist Quittung für 13 Mahlzeiten und 10 Pints Bier am Tag.
Seine letzten Lebensjahre verbringt er im Bett, das mit Holzbalken verstärkt werden muss, um sein Gewicht zu halten. ...1547 stirbt der fette König. Für Charles Dickens ist er noch 300 Jahre nach seinem Tod eine Schande für die menschliche Natur und ein Fleck von Blut und Fett auf der Geschichte Englands. Er ist die wohl schillerndste Persönlichkeit unter den Preußenkönigen. Friedrich II. So inszenierte sich auch gern, als zärtlicher Vater des Volkes, der Folter und Zensur aufhebt und die Getreidepreise senkt. Ein Philosoph auf dem Thron. Er ist aber auch ein genialer Feldherr. Mit einer besonderen Sucht, die ihm sogar das Leben retten sollte. Kunersdorf 1759. Beinahe Halbzeit im Siebenjährigen Krieg. Die Preußen gehen gegen die Russen und Österreicher gnadenlos unter. Für Friedrich ist es die erste Niederlage und beinahe kommt er selbst unter die Räder. Er wird angeschossen. Doch wie durch ein Wunder bleibt er unversehrt. Seine Schnupftabakdose rettet ihm das Leben. Die Kugel bleibt im Deckel stecken. Ein Leben ohne Tabakdose? Für Friedrich undenkbar. Angeblich schnupfte er so viel, dass sein Gesicht und seine Kleidung von Tabak übersät waren. Das gewöhnliche Rauchen dagegen findet er ekelhaft. Es erinnert ihn an die Tabakskollegien seines strengen Vaters. Bei denen wurde um die Wette gequalmt und gequasselt. Der blaue Dunst ist seither ein Brechmittel für Friedrich. Auf den guten Tabak aber will er zeitlebens nicht verzichten. Zu verdanken hatte ihn dem Seefahrer Christoph Kolumbus. Der entdeckt, wie wir alle wissen, 1492 Amerika und viele exotische Produkte gleich mit. Neben Tomaten, Mais, Chili und Kartoffeln kommen Kolumbus und seine Gefährten auch mit Tabak in Berührung. Die Eingeborenen rauchen eingerollte Tabakblätter und nennen sie Tobacco. Auf seinen späteren Reisen soll Kolumbus Samen und getrocknete Blätter mit nach Spanien gebracht haben. Fast 200 Jahre gilt der Tabak in Europa als Heilpflanze und Arznei, bis er schließlich zum Genussmittel avanciert. Schließlich ist er überall in Europa nicht mehr wegzudenken. Tabak macht süchtig und verführt obendrein die preußische Königsfamilie zu ihrer sonderbaren Sammelleidenschaft. Friedrich II. Besaß eine außergewöhnliche Tabatiersammlung von enormem Wert. Die Leidenschaft dafür hatte er wohl von seiner Mutter geerbt. Schon die hatte 370 Dosen und schnupperte sich gerne mal ein. Ihr Sohn soll die Sammlung bis auf 1500 Dosen erweitert haben. Sogar seinen Kaffee würzte er angeblich mit Tabakpulver. Na, wem's schmeckt? In der Dose, die Friedrich bei sich trug, als er starb, fand man einen Zettel. Geschrieben von seiner Schwester Prinzessin Amalia. Heute, nach meinem lieben Bruder seinen Tod, hat mich sein gewesener Kammerdiener Schöning diese Dose gebracht, welche der selige König in seiner auf der rechten Seite befindlichen Tasche beständig bei sich getragen hat. Er gab mir öfters ein Schnüffchen, sowohl aus dieser als auch aus den übrigen schönen Dosen, welche er bei sich trug. Wenn man zockt und verrückt ist, wie ich es war, will man Gewinne mit Gewalt erzwingen.
Das ist eine Spirale der Unglückseligkeit. Ulrich Hoeneß, geboren am 5. Januar 1952 in Ulm. Verheiratet, deutscher Staatsbürger. Von Beruf Unternehmer. Und nun auch vorbestraft. Vor Gericht gibt er zu, unter Börsensucht zu leiden. Ulrich Hoeneß wird angeklagt, Steuern hinterzogen zu haben. Und das nicht zu knapp. Zu Beginn werden ihm 3,5 Millionen Steuerlast vorgeworfen. Nach den ersten beiden Prozesstagen steigt die Summe auf 15, dann auf 28,5 Millionen Euro. Dass Ulrich Hoeneß ein Mann der Extreme ist, zeigt sein bewegtes Leben. 1974, Deutschland ist Weltmeister. Mit dabei der gerade mal 22-jährige Hoeneß. Nur zwei Jahre später, ausgerechnet Hoeneß patzt beim Elfmeter, schießt seine Mannschaft ins Aus. Am 17. Februar 1982 sieht Hoeneß dem Tod ins Auge. Er ist 30 Jahre alt und inzwischen Manager des FC Bayern. Von insgesamt 4 Personen ist er der einzig Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Wer sowas übersteht, hat wohl nichts mehr zu verlieren. Auch nicht, wenn er hoch pokert. Sehr hoch. In Millionenhöhe. Seine Leidenschaft fürs Zocken zeigt sich bereits in Hoeneß frühen Managerjahren und zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Angeblich spekuliert er immer wieder und vor allem mit Währungen. An manchen Tagen soll er bis zu 100 Börsendeals abgeschlossen haben. Mit jedem Handel wird die Sucht größer. Das Vermehren von Geld treibt ihn an, ohne Rücksicht auf Verluste. Papa, kommst du raus zum Essen zu uns? Olli, jetzt leg das blöde Ding weg. Immer hängst du da dran. Und jetzt konzentrier dich mal aufs Spiel. Gleich. Bist du sicher? Papa, du zockst. Verstehst du, du zockst? Du zockst. Verstehst du, du zockst? Hoeneß zockt nicht nur, er macht sich strafbar. Der Öffentlichkeit zeigt er allerdings ein anderes Gesicht. Wir alle haben Fehler gemacht. Aber lass uns jetzt die Ärmel hochkrempeln und schauen, wie dieses Land und wie wir alle die Zukunft gestalten. Und das nützt überhaupt nichts, immer auf die Reichen reinzuhauen. Wenn die Unternehmen und alle, die in die Schweiz und nach Österreich gehen, dann haben die Leute auch nichts mehr zu essen, weil sie dann keinen mehr haben, der ihre Ware produziert. Blöd, dass er in dieser emotionalen Rede seine Schweizer Konten mal eben vergessen hat. Er schwingt die Moralkeule, ist aber selbst längst im Visier der Justiz. Die Staatsanwaltschaft stattet Hoeneß am Morgen des 20.03.2013 einen Besuch ab. Mit dem Gepäck, Haft und Durchsuchungsbefehl. Zwei Monate vorher erfährt Hoeneß, dass ihm ein Sternreporter auf der Spur ist. Er kriegt Muffensausen und zeigt sich einen Tag darauf bei der Bußgeld- und Strafsachenstelle in Rosenheim selbst an. Das Urteil lautet 3 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe. Der musterhafte Häftling wird aber wegen guter Führung frühzeitig entlassen. Am 29. Februar 2016 verlässt er den Knast und darf ein neues Leben als ehrlicher Steuerzahler beginnen. Ob er weiterzockt? Wir wetten jetzt mal lieber nicht. Die Wikinger. Die Terrorbande des Mittelalters. Berühmt und berüchtigt für ihre Brutalität und Furchtlosigkeit. So das stereotype Bild, das wir von ihnen haben. Aber könnte es sein, dass sie gar nicht so mutig waren, wie immer getan wird? Und nur zu Furien wurden, wenn sie sich mit eigenartigen Aufputschmitteln gedopt hatten? Wollen wir doch mal sehen. Hier wirken sie auf alle Fälle noch ganz friedlich. Es wird gesungen, gedichtet, getanzt und getrunken, getrunken, getrunken und getrunken. Alkohol steht hoch im Kurs bei den Wikingern. Wein ist allerdings zu teuer für den tagtäglichen Bedarf. Also wird genüsslich Bier weggezischt.
Und mit steigendem Pegel besingen sie dann gerne und lautstark ihre Götter und die legendären Taten tapferster Helden. Die Wikinger sind aber nicht nur trinkfreudige Feierbiester, sondern auch Strategen und raffinierte Kaufleute. Mit einem Gespür für gute Geschäfte. Von Europa bis in den vorderen Orient errichten sie ein dichtes Handelsnetz und tauschen Honig, Wachs, Felle und Waffen gegen Edelsteine, Gold, Silber, Gewürze und Rüstungen. Trotz allem, das Bild der barbarischen Bestien ist das Dominante in unseren Köpfen. Und dass die Wikinger die Schreckensnummer perfekt drauf haben, beweisen sie am 8. Juni 793 zum ersten Mal. Im Morgengrauen tauchen sie vor der Nordostküste Englands auf. Sie steuern das Kloster Lindisfarne an. Bärtige Männer mit wildem Blick stürmen mit Schwert und Schild auf das Kloster zu. Schlagen Türen und Fenster ein, reißen den Mönchen die Kleider vom Leib, stechen Rinder und Ziegen ab. Klosterbrüder, die im Weg stehen, verlieren ihr Leben. Mit dem Angriff versetzen die Wikinger Europa in Angst und Schrecken. So stürmisch wie die Wilden gekommen sind, verschwinden sie wieder. Diese Art von Blitzüberfällen wird zu ihrer Masche. Kaum jemand im frühen Mittelalter kann sich dagegen wehren. Den Elitetrupp der Wikinger nennt man Berserker. Krasse Kerle. Berüchtigt für ihre Raserei, in die sie während des Kampfes geraten. So wild sollen sie gewesen sein, dass sie jeden Gegner einfach überrannten. Zu verdanken hatten sie diese Furchtlosigkeit angeblich einer Droge. Angeblich haben sie Fliegenpilze verzehrt, um in Rage zu geraten. Eine Theorie, die bis heute populär geblieben ist. Doch der vermeintlich berauschende Fliegenpilz ist zum Verzehr bekanntermaßen ungeeignet. Die giftigen Pilze lösen einen Brechreiz aus und kommen damit als Dopingmittel nicht in Frage. Für den gepflegten Rausch sind eher andere Pflanzen geeignet. Dazu gehört auch ein Pilz im Getreide, der Halluzinationen hervorruft. Oder aber die Wikinger haben, um in Trance zu gelangen, auf ihrem Schild herumgekaut. Zugegeben, der Erfolg dieser Methode scheint eher fragwürdig. Wahrscheinlicher ist es, dass sich die Elitetruppe im wahrsten Sinne des Wortes in Rage geschrien hat. Dadurch wurde vermutlich das körpereigene Aufputschmittelchen Adrenalin ausgeschüttet. Ein Stresshormon, das helfen soll, in gefährlichen Situationen das Überleben zu sichern. Na, wer sagt's denn? Manchmal muss man gar kein echter Junkie sein, um in rauschähnliche Zustände zu geraten. Er ist der zweite Mann im Deutschen Reich, Hermann Göring. Ein Mann, der immer mehr will. Mehr Macht, mehr Reichtum, mehr Popularität. 1922 lernt er Adolf Hitler kennen und ist begeistert von ihm. Als dieser ihm den Aufbau der Sturmabteilung überträgt, fühlt sich Göring geehrt. Er wird einer von Hitlers treuesten Gefolgsleuten. Am 9. November 1923 scheitert Hitlers erster Versuch, politische Macht zu erlangen. Sein Putsch wird niedergeschlagen und Göring durch einen Schuss in den Oberschenkel verletzt. Ein folgenschwerer Moment. Denn Göring wird mit Morphium behandelt. Das Schmerzmittel macht ihn zum Junkie. Bis kurz vor seinem Tod wird er morphiumabhängig bleiben. Das Morphium hat unangenehme Nebenwirkungen. Der schlanke, gut aussehende Göring wird fett und aufgedunsen. Bei Entzugserscheinungen verliert er die Kontrolle, will sich sogar einmal das Leben nehmen. In den 20er Jahren weist ihn seine geliebte Ehefrau in die Nervenheilanstalt ein. Für Göring wahrscheinlich am schlimmsten, seine Sucht ist gefährlich für eine Nazi-Größe wie ihn.
denn Morphinsucht gilt unter seinesgleichen als jüdisches Laster. Nach seiner Entziehungskur gilt Göring offiziell als geheilt. Tatsächlich spritzt er sich aber weiterhin bis zu 50 Milligramm Morphium am Tag. Niemand, außer seine Ehefrau, sollte von seinem Leben im Schatten der Droge erfahren. Doch je mehr er ins Rampenlicht rückt, desto lauter werden die Gerüchte über ihn. Er lässt sich nichts anmerken und nimmt trotz seiner Sucht rege am Gesellschaftsleben teil, was auch politisch förderlich ist. Kein anderer unter Hitlers Gefolgsleuten vereinigt so viele Ämter auf sich wie der dicke, gesellige Reichsmarschall. Erst wird er Reichstagspräsident, dann preußischer Innenminister, später Reichsminister für Luftfahrt, Reichsforst und Reichsjägermeister, schließlich Oberbefehlshaber für Luftwaffe und Beauftragter für den Vierjahresplan. Bis 1940 läuft für Göring alles rund. Doch dann fällt er wegen seiner katastrophalen Luftkriegsstrategie gegen England mehr und mehr in Ungnade. Mit seinem offenkundigen Versagen an der Spitze der deutschen Luftwaffe geht Görings Persönlichkeitsverfall einher. Er erliegt wieder der Morphiumsucht, die ihn inaktiv und realitätsblind macht. Er ist mitverantwortlich für das Debakel von Stalingrad. Unter der euphorisierenden Wirkung des Suchtmittels verspricht er, den Stalingrad-Kessel ausreichend zu versorgen, was aber völlig misslingt. Göring wird immer unbeliebter. Sein militärisches Versagen ist nicht mehr zu übersehen. Mit Kriegsende wird Hermann Göring von den Alliierten gefangen genommen. Er kommt in Haft und wird auf kalten Entzug gesetzt. Gezwungenermaßen. Denn für Kriegsverbrecher gibt es keine Extraportion Morphium. Erst jetzt, mehr als 20 Jahre nach Beginn seiner Sucht, ist er wieder frei von Schmerzmitteln. Benebelt bleibt er dennoch von seinem eigenen Ego. Hermann Göring übernimmt während der Nürnberger Prozesse selbstbewusst die Führungsrolle unter den Angeklagten an. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Aber die Beweise gegen ihn sind erdrückend. In allen vier Anklagepunkten wird er schuldig gesprochen. Unter anderem für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zur Strafe soll er gehängt werden. Ein Antrag auf Erschießen wird abgelehnt. Doch drei Tage bevor das Urteil vollstreckt wird, nimmt Göring sich mit einer Cyankali-Kapsel das Leben. Vierfache Mutter, 1,72 groß, 50 Kilo Körpergewicht. Maße, von denen viele von uns nur träumen können. Ihre Westentaille macht sie weltberühmt. Sie ist das erste Topmodel der Geschichte. Jetsetterin und wird von Paparazzi verfolgt. Sissys Schönheit ist der Schlüssel zum Kult der Kaiserin. Und um genau diese Schönheit dreht sich alles in ihrem Leben. Sissy betet die Schönheit an wie einen Götzen. Sie bestellt sich Bilder aus aller Welt. Auch Fotos von Haremsdamen wünscht sie sich. Und entwickelt so ihre Lebensaufgabe. Forever young. Mit der First Lady Frankreichs soll sie sogar ihre Beine vermessen und verglichen haben, während sie sich über die dicken Damen am Hofe amüsierten. Diese Treffen nennen sie scherzhaft Wadenkonferenz. Aber Sissy weiß, Schönheit und ewige Jugend kommen nicht von allein. In allen Palästen lässt sie Fitnessstudios einrichten. Hanteln heben, Sit-ups, Bauchbeine, Po. Sissy trainiert das volle Programm. Meist ist sie dabei nur leicht bekleidet, was Gerüchte provoziert. Doch der Bewegungswahn ist ihr wichtiger als das, was man über sie munkelt. Unbeirrt dreht sie sich weiter. Stundenlang. Unter Sissys zwanghaftem Bewegungsdrang leiden auch ihre Bediensteten. Beim Powerwalking müssen alle mit. 10 Stunden soll sie sich täglich bewegt haben. Und wo Sport nichts mehr ausrichten kann, hilft sie mit Gewalt nach.
Ihre Wespentaille betont die Kaiserin durch derart übertriebenes Schnüren ihres Mieders, dass sie sich buchstäblich die Rippen verbiegt. Von der Atemnot ganz zu schweigen. Und als wäre das nicht genug des Guten, hält sie sich obendrein an einen strikten Ernährungsplan. Sissi ist die unumstrittene Diät-Queen. Orangendiät, Eidiät, Milchdiät und gesalzenes rohes Eiweiß statt Mittagessen. Bloß kein Gramm zu viel auf die Waage bringen, ist ihr Mantra. Ein besonders kurioser Abnehmtipp: rohes Kalbfleisch auspressen und aus dem gewonnenen Saft eine Brühe kochen. Keine Seltenheit, dass die Kaiserin diese in Schönbrunn genüsslich schlürft. Doch hinter der makellosen Fassade versteckt sich in Wahrheit eine todtraurige Sissi. Gegen das Älterwerden hilft eben auch kein noch so hartes Training. Die Kaiserin wird zunehmend depressiv und leidet unter ständigen Stimmungsschwankungen. Am Hof fühlt sie sich unwohler denn je und zieht sich immer mehr zurück. In ihren letzten Lebensjahren wird sie zur Selbstmordkandidatin. In ihrer Familie ist dieses traurige Ende kein Einzelfall. Sissis geliebter Cousin Ludwig II. Von Bayern stirbt im Starnberger See. Ihr 30-jähriger Sohn Rudolf erschießt erst seine Geliebte und dann sich selbst. Sissis Sehnsucht nach dem Tod wird durch diese Schicksalsschläge noch größer. Doch nicht sie, sondern ein Attentat bereitet ihrem Leben ein Ende. Auch wenn ihr Leben nicht wie im Märchen endete, so bleibt ihre Schönheit doch unvergessen. Allerdings nennt man die krankhafte Abhängigkeit des Selbstwertgefühls von Gewicht und perfekter Figur bis heute das Sissi-Syndrom. Dieser Knirps hat es geschafft, sich den ersten Platz in unserem Ranking zu erobern. Die Rede ist von Giacomo Casanova, dem größten Verführer aller Zeiten. Seine Liebesabenteuer beginnen früh. Wir kennen sie aus den Memoiren des Herzensbrechers, die 1822 für großes Aufsehen sorgen. Was alles der Wahrheit entspricht, darüber können wir nur spekulieren. Dass Casanova es schaffte, unzählige Frauen zu verführen, gilt als gesichert. In seinen Schriften erwähnt er nur 116 Damen namentlich, mit denen er Sex hatte. Die Dunkelziffer ist wohl wesentlich höher. Historiker gehen von mehreren Tausend aus. Nicht nur mit Ausdauer, Kraft und Potenz konnte Mr. Sex beim anderen Geschlecht punkten. Der italienische Profiliebhaber hat es wohl vor allem auch mit Charme und Humor weit gebracht. Er ist der Archetyp eines Sexsüchtigen. Noch heute werden Männer mit einer übertriebenen Libido Casanova genannt. Kaum ein Eigenname ist so zum Synonym für eine Tätigkeit geworden. Im Wörterbuch sinnverwandter Ausdrücke wird Casanova in einer Kategorie mit Wüstling, Lüstling, Mädchenjäger, ja sogar Frauenschänder genannt. Nicht gerade schmeichelhaft. Er vermutet, dass die männliche Missgunst schuld an diesen Synonymen ist. Denn schon zu Lebzeiten bringen Neider den begehrten Womanizer in eine ziemlich missliche Lage. Den Venezianern ist das zügellose Leben des Frauenflüsterers ein Dorn im Auge. Es kommt, wie es kommen muss. Casanova wird angeschwärzt. Schmähungen gegen die heilige Religion, lautet der Vorwurf. Der Herzensbrecher wird gefangen genommen und in die Bleikammern gesperrt. 15 Monate verbringt er im Gefängnis.
Ohne Sex kann die Zeit ganz schön lang werden. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch und dem gewieften Liebhaber gelingt die Flucht. Venedig muss er zum Leidwesen der Frauenwelt verlassen und sein Glück, also die Frauen, in der Fremde suchen. Endlich kann er sich wieder seiner Sucht hingeben. Die im Gegensatz zu den Lastern der anderen Junkies in diesem Ranking eine positive Auswirkung auf den Körper hat. Casanova ist topfit. Wer jetzt allerdings glaubt, knackig sein reicht, um die Begierde des Gegenübers zu wecken, den müssen wir leider enttäuschen. Muster seines Handelns ist stets die Manipulation seines Gegenübers. Sein Schlüssel zum Erfolg sind intensive Wahrnehmung, herausragende Menschenkenntnis und der Einsatz von Sozialtechniken. So soll er sich intensiv bei der Tante einer sogenannten Angela eingeschmeichelt haben, um an ihre Nichte ranzukommen. Selbstverständlich mit Erfolg. Ob schüchterne Liebhaber oder stürmischer Frauenheld, Casanova versteht es immer, das richtige Register zu ziehen. Kurzum, er bekommt sie alle. Es wundert uns also nicht, dass der Namensgeber des Untreue-Gens nie geheiratet hat. Wozu auch? Immerhin ist er in Sachen Verhütung seiner Zeit weit voraus. Der leidenschaftliche Kondombenutzer setzt schon im 18. Jahrhundert auf Liebeshüllen aus Tierdarm.